Ja, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch ich heiße euch heute hier sehr herzlich in Gladenbach zur Bundesjugendkonferenz 2018 willkommen. Bundesjugendkonferenzen der NGG sind immer was Besonderes. Meine erste habe ich vor 20 Jahren selber noch mitgestalten dürfen, was wir inhaltlich dazu beigetragen haben, wie NGG sich verändert. Da kommen wir, denke ich, in der Debatte später noch zu. Aber diese Bundesjugendkonferenz findet ja nicht losgelöst innerhalb der NGG statt, sondern ihr seid Teil der Organisationswahlen, die momentan die NGG bundesweit beschäftigen. Und damit seid ihr auch Teil des demokratischen Willensbildungsprozesses innerhalb der NGG und nehmt da eine ganz maßgebliche Rolle ein, weil gerade die Diskussion innerhalb der jungen NGG hat auch NGG in der Gesamtheit immer weiter vorangebracht, gerade weil ihr tarifpolitische Themen auch wieder auf der Agenda habt, die euch insbesondere junge Menschen betrifft, aber gerade eure gesellschaftspolitischen Themenstellungen, die ihr euch auch in euren Anträgen zur Debatte hier aufgegeben habt, werden wir sicherlich auch in den weiteren Konferenzen, die Landesbezirkskonferenzen stehen im Juni an, aber spätestens zum Gewerkschaftstag, das ist dann das Ende dieser Organisationswahl im November in Leipzig, werden wir diese Themen auch wieder diskutieren. Und das Besondere bei euch finde ich immer, man sieht sehr deutlich, welche Intention dahinter steckt. Ihr seid in allem, was ihr hier diskutiert, geleitet von dem Ziel, sich für andere einzusetzen und im Grunde dafür auch für eine bessere Gesellschaft zu sorgen. Und dafür möchte ich auch nochmal herzlich Danke sagen für dieses wirklich tolle Engagement in unserer NGG. Das macht ihr wirklich klasse und ich bin gespannt, wie die weitere Diskussion heute fortlaufen wird. Aber darüber hinaus seid ihr ja auch noch anderswo aktiv, nämlich in den Betrieben. Und auch da sind viele von euch sind oder waren Jaffis. Einige von euch sind sogar Betriebsräte. Wir sind vielleicht sogar schon in diesem Betriebsratswahlzyklus jetzt wieder gewählt worden. Und auch da setzt ihr euch ein für die Interessen eurer Kolleginnen und Kollegen und macht Demokratie im Betrieb sichtbar, weil die Beteiligung der Beschäftigten an demokratischen Prozessen darf auch im Betrieb nicht enden. Denn die Beteiligung der Menschen in einer Demokratie ist ein hohes Gut. Sie sichert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine friedliche Gesellschaft. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Wir sehen, dass demokratische Grundwerte keine Selbstverständlichkeit sind. Und es muss uns beunruhigen, wenn heute unsere Demokratie von immer weniger Menschen anerkannt und in Frage gestellt wird. Es ist gerade mal 85 Jahre her, dass die Gewerkschaftsbewegung ihr dunkelstes Kapitel erlebte, als die Nazis am 2. Mai 1933 die freien Gewerkschaften zerschlagen haben, Gewerkschaftshäuser besetzt haben und das Vermögen der Gewerkschaften beschlagnahmt haben. Engagierte Kolleginnen und Kollegen wurden inhaftiert, gefoltert und ermordet. Die Gewerkschaften standen damals im Fokus der Nazis, gerade weil sie demokratische Organisationen mit demokratischen Werten waren, Vereinigung von Freien und Gleichen verbunden mit dem Ziel, jedem Menschen, egal welcher Herkunft, egal mit welcher Religion und egal mit welchem Talent, ein Leben in Würde zu ermöglichen. Und genau aus diesem Grund wurden Gewerkschaften von den Nazis gleichgeschaltet und niemand kann uns heute garantieren, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Heute, 85 Jahre später, sind unsere Werte aktuell wie nie. Die gesellschaftliche Spaltung in Arm und Reich hat die Lunte an neue Verteilungskämpfe gelegt. Menschen mit Job werden gegen Menschen ohne Job ausgespielt. Menschen mit Ausbildungsplatz mit Menschen, die keinen haben. Frauen mit Kindern gegen Frauen ohne Kinder, Flüchtlinge gegen Arbeitslose, alt gegen jung, und die Reihe lässt sich beliebig fortsetzen. Ich glaube, da hat jeder von euch auch noch andere Dinge, die er ergänzen könnte.
Soziale Probleme, Armut, Wohnungsnot, Niedriglohn, ein ungerechtes Bildungssystem sind nicht gelöst. Und genau deshalb, Kolleginnen und Kollegen, schafft es eine AfD, Menschen gegeneinander auszuspielen. Wir müssen heute, 85 Jahre später, wieder um Demokratie, Solidarität, Gerechtigkeit und Menschlichkeit werben. Wir müssen diese fundamentalen Werte wieder in den Mittelpunkt rücken. Wir dürfen diese Debatte nicht denen überlassen, die mit schnellen und einfachen Antworten kommen. Ihr, Kolleginnen und Kollegen, leistet einen zentralen Beitrag dazu, wenn ich mir den Geschäftsbericht von heute Vormittag noch mal vor Augen führe und wenn ich auch in eure Anträge blicke. Daniel hat das ja eben schon angekündigt, ich soll ja so ein Stück weit auch einleiten in den Themenbereich Ausbildung und da komme ich jetzt auch hin. Aber lasst mich vorab noch eines sagen, weil ich glaube, das ist auch muss man auch im Zusammenhang sehen, wenn man über die Frage spricht, wie kann man innerhalb einer Gewerkschaft gestalten. Und sowohl Jan, aber ich denke auch Michaela wird das ein oder andere dazu noch sagen, müssen wir auch darüber reden, welche Kraft haben wir denn, um zu gestalten, sowohl nach außen hin, da haben wir es mit Arbeitgebern, mit Ausbildern zu tun, die uns das Leben nicht einfach machen, aber auch nach innen hinein, innerhalb der NGG, geht es darum, dass junge NGG ein Gesicht bekommt. Und deswegen ist auch diese Debatte hier so wichtig und die Ergebnisse dieser Debatte so wichtig. Ich habe es ja einleitend gesagt, wir werden im November spätestens über ganz viele Themen auch auf dem Gewerkschaftstag wieder reden müssen. Und ihr werdet hier an diesem Wochenende ganz viele Themen und Anträge verabschieden. Diese Anträge werden dann den Bundesausschuss Junge NGG beschäftigen, den GAV, den Hauptvorstand, die Landesbezirksvorsitzende und natürlich den Gewerkschaftstag. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch das Thema Mitgliederentwicklung nicht aus dem Auge verlieren. Und ich glaube, man muss auch nochmal sagen oder zumindest darauf hinweisen, dass wir da momentan ein wenig Sorge haben. Ein wenig Sorge deshalb, wenn man sich die Zahlen, ihr habt sie vorliegen, anschaut, dass der Anteil der jungen NGG allein in den letzten 5 Jahren innerhalb der Gesamtmitgliedschaft um 1,5% gesunken ist, dann merkt man, dass wir da, glaube ich, gerade aufpassen müssen, dass wir den Stellenwert, den NGG immer, die junge NGG immer in dieser Organisation hatte, auch nach vorne, in der Zukunft auch behalten, dass wir ganz selbstbewusst sagen, wir fordern zu Recht, heute ist das Thema Personal angekommen, wir fordern ganz zu Recht, dass auch NGG die Jugendarbeit mit entsprechend Personal ausstattet. Und ich glaube, die Debatte können wir einfacher führen, wenn wir genau diese Mitgliederstärke innerhalb der NGG auch zukünftig wieder erreichen. Und daran müssen wir alle miteinander arbeiten, Kolleginnen und Kollegen. Aber ich bin mir sicher, das werden wir dann noch schaffen. Da bin ich mir sehr sicher, wie und welche Dinge wir da auf den Weg gebracht haben. Das wird Michaela sagen, das will ich ihr nicht vorwegnehmen. Die duale Ausbildung ist für Deutschland, für unsere Gesellschaft, glaube ich, ein ganz wichtiges Gut. Und ihr habt das vielleicht verfolgt, in dieser Woche findet eine Aktionswoche statt, eine Woche der beruflichen Bildung. Die Schirmherrschaft haben Frank-Walter Steinmeier und seine Frau übernommen. Das heißt, das Thema duale Ausbildung steht gerade sehr klar in der Debatte. Und parallel dazu, das ist vielleicht auch gar nicht verwunderlich oder gar nicht überraschend, hat die Bundesregierung ihren Berufsbildungsbericht veröffentlicht. Und wenn man da reinschaut, dann graust es einem. Also mir zumindest graust es, wenn ich das sehe, dass gerade unsere oder Teile unserer Ausbildungsberufe dort besonders kritisch bewertet werden. Bäckerhandwerk, Hotel- und Gaststättengewerbe, Restaurantfachleute, Hofers, Köche, Abbrecher oder Vertragslösungsquoten zwischen 40% und 50%, Kolleginnen und Kollegen. Das ist aus meiner Sicht ein klares Signal, da mal deutlicher reinzugucken. Das machen wir ja auch seit vielen Jahren. Und wir sind natürlich mit der Entwicklung nicht zufrieden. Deswegen ist auch euer Thema Zukunft der Ausbildung auch auf dieser Konferenz
extrem wichtig. Ich habe eben gesagt, duale Ausbildung ist für Deutschland wichtig. Sie sichert der Wirtschaft die benötigten Arbeitskräfte, die benötigten Fachkräfte, vor allem die qualifizierten Menschen, die in den Betrieben eine gute Arbeit machen. Sie ermöglichen aber auch den Menschen, die eine Berufsausbildung machen, eine qualifizierte Teilhabe am Erwerbsleben. Und je besser man ausgebildet ist, desto bessere Erwerbschancen und vor allem Verdienstmöglichkeiten hat man dann später. Und damit einher, Kolleginnen und Kollegen, geht auch schlicht und ergreifend ein Stück gesellschaftliche Teilhabe. Also die duale Ausbildung in unserem Land ist ein zentrales Thema. Und deswegen können wir uns auch nicht damit zufrieden geben, dass 80.000 junge Menschen, wir haben es ja eben beschrieben bekommen, da wurde von Matching gesprochen, da finden junge Menschen keinen Ausbildungsplatz, weil sie entweder in ihrer Region keinen finden, weil keiner angeboten wird, oder aber auch die Betriebe sagen, nee, der passt mir nicht, der bringt nicht die nötigen Voraussetzungen mit und ich als Betrieb möchte mich da gar nicht mit auseinandersetzen. Wir können uns, wie gesagt, damit nicht auseinandersetzen, dass junge Menschen in Deutschland eben keinen Zugang zur qualifizierten Ausbildung haben. Ich will aber noch mal was zu den Vertragslösungsquoten sagen. 40-50%, insbesondere in Teilen unserer Branche. Und wenn ich dann erlebe, was die Arbeitgeber daraus machen, und ich war am Montag bei einer Veranstaltung in Berlin, da war die Berliner Jugendmeisterschaft im Gastgewerbe, und der Präsident des DEHOGAS, der Guido Zöllig, der hat sich dahingestellt und hat gesagt, naja, das ist doch aber auch klar, die Schuld haben im Grunde genommen die Auszubildenden. Die kommen schlicht und ergreifend mit falschen Erwartungen, mit falschen Vorstellungen in die Betriebe und dann lernen sie plötzlich, dass das Arbeiten im Gastgewerbe anstrengend ist und auch mit Schichtarbeit zu tun hat und gehen. Quatsch, Kolleginnen und Kollegen, das ist Bullshit. Die meisten jungen Menschen wissen ganz genau, wo sie ihre Ausbildung machen. Die meisten jungen Menschen informieren sich vorher und sagen, ich gehe ganz bewusst da rein, aber die erleben dann eine Realität, die sie sich vorher schlicht und ergreifend nicht vorstellen konnten. Das ist die Wahrheit. Und deswegen, man mag das ja vielleicht auch so ein bisschen als Imageveranstaltung des Bundespräsidenten verstehen oder hinten erstmal sehen, aber deswegen bin ich dem Bundespräsidenten und auch seiner Frau sehr dankbar, dass sie dieses Thema oder überhaupt mal Plattformen geboten haben durch ihr Engagement, um das nochmal kritisch auch breit zu diskutieren. Wir haben das zumindest in den Möglichkeiten, die wir in dieser Woche hatten, gemacht und haben auch nochmal sehr klar und deutlich gesagt, was brauchen wir denn eigentlich? Wir brauchen mehr Qualität in der Ausbildung. Wir brauchen nichts anderes als eine Qualitätsoffensive und wir müssen zwingend auch an die Knackpunkte rangehen und auch da wissen wir sehr genau, wo die sind. Wir machen seit vielen, vielen Jahren den DGB-Ausbildungsreport und die jungen Menschen, ihr sagt uns schlicht und ergreifend, wo die Missstände in der Ausbildung sind. Wir wissen, dass das in erster Linie in diesen prekären Branchen die Arbeitszeit ist. Und was machten die Arbeitgeber? Die zündeln sogar noch weiter, spielen da Brandstifter und wollen die Arbeitszeiten noch mal verschlechtern, indem sie diese Diskussion darum führen, Arbeitszeiten von bis zu 13 Stunden möglich zu machen. Ich glaube, die haben schlicht und ergreifend nicht begriffen, dass mehr Qualität, dass mehr Hinhören, mehr gucken, was junge Menschen heute von Ausbildung und Arbeitsleben erwarten, das kriegen die, wie ich finde, leider nicht mit. Arbeitszeit, ein wichtiges Thema. Ich kann weitermachen. Ihr habt vieles in eurem Antrag A001 ja auch thematisiert. Das ist eine sehr schöne Chronologie, mit anhand derer man wirklich die Probleme in der Ausbildung diskutieren kann. Ausbildungsfremde Tätigkeiten, ein Stichwort. Das nächste Stichwort, qualifizierte Ausbilder. Viele Betriebe haben sich in den letzten Jahrzehnten schlicht und ergreifend aus der qualifizierten Ausbildung, ich wollte schon sagen, verpisst, ich sage es jetzt auch, die haben sich schlicht und ergreifend verpisst, die haben irgendwie nicht mehr gesehen, dass Ausbildung Investition bedeutet. Und heute wundern sie sich, dass, wenn junge Menschen sagen, nee, ich möchte aber was gezeigt bekommen, dass niemand mehr da ist, der das dann auch tatsächlich machen kann. Und in der Folge verliert der junge Mensch das Interesse an dieser Ausbildung und geht und sucht sich einen neuen Ausbildungsplatz. So einfach ist an dieser Stelle auch die Wahrheit.
Natürlich müssen wir auch, wenn wir über Ausbildung reden, darüber sprechen, dass wir die Ausbildungsberufe immer ständig im Blick haben müssen. Das machen wir auch. Wir gucken uns gemeinsam mit den Sozialpartnern, mit den sogenannten Sozialpartnern immer mal wieder auch unsere Berufsbilder an. Und aktuell sind wir dabei, auch im Gastgewerbe da was Neues hinzubekommen. Aber auch da sage ich nochmal deutlich, die Stoßrichtung der Arbeitgeber ist da auch nicht mehr Qualität, nicht mehr Zeit, nicht mehr Engagement. Nein, die sagen, naja, wir machen alles mal ein bisschen schlanker, am liebsten zweijährige Ausbildung, weniger Ausbildungsinhalte, da können wir andere Zielgruppen ansprechen und wir sind immer noch in der Lage auszubilden und wir wissen auch, dass das oftmals keine Ausbildung, sondern schlicht und ergreifend Fachkraftersatz ist. Das heißt, die, auch da versuchen die Arbeitgeber nicht zu investieren, sondern sich gerade mal an die notwendigen Dinge heranzumachen, die sie gerade so im Blick haben. Wir brauchen aber auch verbesserte Rahmenbedingungen in der Ausbildung. Ein ganz großes Thema ist dabei immer schon auch die Vergütung natürlich gewesen. Das Stichwort Mindestausbildungsvergütung. Auch hierzu habt ihr Anträge. Und zumindest in dem Workshop heute Vormittag konnte man sich ja informieren. Inzwischen gibt es auch innerhalb des DGBs eine abgestimmte Position zu den Werten, zu den Sätzen der Ausbildungsvergütung. Die will ich zumindest schon mal genannt haben. Wir haben innerhalb des DGBs mit den anderen Einzelgewerkschaften verabredet, dass wir in die politische Debatte mit der Forderung gehen, Mindestausbildungsvergütung im ersten Ausbildungsjahr von 635, im zweiten 696, im dritten 768 und falls eine Ausbildung auch noch ein viertes Ausbildungsjahr beinhaltet, 796 Euro betragen soll. Warum haben wir das jetzt vor kurzem erst gemacht? Das ist Ergebnis auch eurer Arbeit, auch der Arbeit der Gewerkschaftsjugend und auch der Beschlusslage des DGB-Kongresses, der dieses Jahr, DGB-Jugendkonferenz, die ja in diesem Jahr auch stattgefunden hat. Dort ist überall eine Mindestausbildungsvergütung beschlossen worden und die Politik hat euch gehört, Kolleginnen und Kollegen. Die Politik hat in dem Koalitionsvertrag, der jetzt geschlossen wurde, verabredet, eine Mindestausbildungsvergütung einzuführen. Ich denke, das ist ein großartiger Erfolg für euch, für uns alle miteinander und ich glaube, da könnten wir auch mal klatschen zu. Wir müssen aber weitere Themen noch im Blick haben, Stichwort Übernahme, Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung, alles Themen, die ihr heute hoffentlich auch noch in der weiteren Debatte, na, was heißt hoffentlich, ihr werdet das, da bin ich mir sicher, diskutieren werdet. Wir haben einiges erreicht, einiges liegt aber auch noch vor uns. Ich bin mir aber sicher, dass wir an diesem Wochenende ein gutes Stück weiterkommen, Ideen entwickeln, laut unsere Forderungen formulieren und entsprechend adressieren. Ich wünsche euch eine spannende und konstruktive Antragsberatung, eine tolle Konferenz. Glück auf!